So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von WW2K17 Interactive League mit eurem Friedlesser. Ja, wie zuletzt in der Umfrage angekündigt, geht's jetzt weiter. Es geht los mit dem SmackDown Pay-Per-View und dem Opener-Match Braun Strowman gegen Sin Cara. Und wir werden auch wie zuletzt alle Matches simulieren. Ihr habt ja gesagt, ihr würdet gern Finn Balor gegen Kevin Owens um die United States Championship sehen, da waren sich auch eigentlich alle einig. Und jo, daher werden wir den Rest jetzt simulieren, notieren und dann geht's auch schon in den Co-Mainer rein, den ich für euch kommentieren werde. So, fangen wir an. Braun Strowman bezwingt, ja, relativ unüberraschend oder erwartungsgemäß Sin Cara. So, das heißt, für Aziz, King Kong und Braun Strowman gibt's einen zweiten Sieg. Und für Lucha Dragon und Sin Cara die dritte Niederlage jetzt wieder als Einzelwrestler abseits der Lucha Dragons. So, Randy Orton versus Jinder Mahal und die Bollywood Boys. Oder ja, Bollywood Boys, da bin ich gespannt, ob sich Randy Orton gegen alle drei durchsetzen kann. Also einen mit zwei Managern halt. Ja, und Randy Orton bezwingt Jinder Mahal, cool. Das heißt, es gibt für It's Lewis und Randy Orton den siebten Sieg, der aber immer noch mit 8 Niederlagen in einer negativen Bilanz hängt. Jinder Mahal gibt es keine Niederlage, weil der noch nicht gewählt worden ist. Also wenn jemand Interesse hat, Jinder Mahal ist noch zu haben, wäre noch zu haben. Dann gibt es das SmackDown Tag Team Championship Match. Ich bin gespannt, ob wir neue Champions sehen werden. Der Club wurde ja bei der Draft-Lotterie zu SmackDown gedraftet. Oder ob die Usos ihre Championship behalten werden. Und die Usos bezwingen den Club. Das heißt, für den Club gibt es die zweite Niederlage als Tag Team jetzt in der Interactive League. Und die Usos sind übrigens auch noch zu haben, wenn da jemand Interesse hat. Im Idealfall vielleicht auch zwei Teilnehmer, die gemeinsam mitmachen wollen. Also die Usos bleiben SmackDown Tag Team Champions. Dann geht es um die SmackDown Women's Championship. Da bin ich auch gespannt. Da regiert ja Nikki Bella jetzt schon ein wenig länger. Und Becky Lynch hatte ja schon einmal die Chance, hat sie aber dann knapp nicht nutzen können. Und Nikki Bella bezwingt Becky Lynch wieder mal. Das heißt, auch hier ändert sich nichts. Nikki Bella und ich mag Fist, der zweite Sieg jetzt. Und Becky Lynch und Dennis Big die dritte Niederlage. Also auch in der Women's, in der SmackDown Women's Division ändert sich nichts. Dann treffen Ben mit Big Show auf John Cena und Slokan 18, einen langjährigen Freund von mir. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Und John Cena bezwingt Big Show, okay. Also John Cena mal wieder einen Sieg auf seinem Konto. Kann er brauchen. Also der achte Sieg, allerdings noch immer 10 Niederlagen und der mit den meisten Niederlagen. Wobei man sagen muss, dass auch John Cena von Anfang an dabei ist, aber. Und Big Show, oh, Big Show zieht jetzt gleich mit John Cena, okay. Big Show jetzt ebenso 10 Niederlagen und da auch John Cena 8 Siege hat und Big Show nur 4 Siege und 10 Niederlagen, ist Big Show eigentlich der am wenigsten erfolgreiche Wrestler, glaube ich, jetzt in der Interactive League. Also eigentlich nominell der schlechteste. Ja, ich würde sagen, wir simulieren jetzt auch mein Titelmatch mit Cesaro gegen Rolli mit Baron Corbin. Ich bin gespannt. Okay, das kann ich gar nicht simulieren. Das heißt, ich muss zuerst das spielen, bevor ich dann das simulieren kann. Wenn überhaupt, schauen wir mal, ob das funktioniert. Falls nicht, dann sehen wir halt zwei Titelmatches. Ich glaube, es ist auch jetzt nicht so schlimm. Vielleicht sogar interessanter für euch, aber schauen wir mal, ob wir das dann simulieren können. Es geht eigentlich darum, dass das nicht zu lang dauert. Es sind jetzt nämlich schon wieder 4 Minuten vergangen im Video und wie gesagt, ich will schauen, dass das möglichst so nicht über 15, maximal 20 Minuten geht. Aber idealer wäre natürlich 10, 15 Minuten. Jo, dann geht's los mit dem United States Championship Match. Finn Balor gegen Kevin Owens. Los geht's. Bin gespannt, ob Kevin Owens seinen Titel behalten kann. Finn Balor attackiert gleich mal Kevin Owens hier. Elbow gegen Owens. Da gibt's einen Tritt gegen den Elbow. Und Finn Balor macht sich schon auf den Weg aufs Top Rope. Der ist übermotiviert hier.
Und da gibt schon mal einen Flying Elbow hier gegen Kevin Owens. Und Finn Balor lässt sich hier in der Ringecke mal vom Publikum feiern. Da gibt es einen Schlag. Schöner Suplex gegen Owens. Und Owens kann sich von dieser Anfangsoffensive von Balor gar nicht richtig befreien. Jetzt mal der Backbody Drop. Und der Senton hier von Kevin Owens. Noch ein harter Kick hinterher. Und Owens geht jetzt auf Second Rope. Und da sollte ein Swanton folgen. Der geht allerdings ins Leere. Gibt es den Elbow in den Hinterkopf von Bella. Whipping. Ah, der Dropkick segelt ins Leere. Und Kevin Owens kann sich hinten wieder abfangen aus den Seilen. Kniestoß und noch ein harter Kick von Owens. Das zeigt uns hier jetzt. Harte Aktion gegen Finn Bella. Attacke von Bella gegen den Kopf und rammt hier Kevin Owens wieder zu Boden. Schickt jetzt Kevin Owens in die Ringecke. Und da kommt schon der Signature Move von Finn Bella. Dropkick ins Turnbuckle. Kevin Owens kracht mit dem Rücken ins Turnbuckle vom Impact. Und Finn Bella jetzt auf den Weg zu seinem Finisher, der Double Foot Stomp. Ist das der Sieg schon für Finn Bella? Ich glaube fast ja. Eins, zwei. Und das ist der klare Sieg, Leute, für Finn Bella. What the fuck? Reigns sein und Finn Bella mit dem zweiten Sieg und jetzt mit dem ersten Titelgewinn. Das heißt, Kevin Owens bekommt die fünfte Niederlage mit Lunatics. Und Finn Balor lässt sich jetzt hier feiern. So, wir gehen jetzt nochmal auf Verlass und dann sollten wir das Ganze auch simulieren können, das restliche Titelmatch. Genau, jetzt könnte man simulieren, Leute, aber ich habe mich gerade entschlossen, da es jetzt 7 Minuten sind, wir geben uns jetzt den Main Event noch unbedingt und dann lassen wir es so enden, das WWE World Heavyweight Championship Match. Und das jetzt nicht nur, weil ich selbst auch dabei bin, sondern weil ich finde, dass Cesaro und Baron Corbin einfach mal was Neues sind als Championship Match. Und wie gesagt, es sind jetzt da 7, 8 Minuten vergangen. Ich glaube, das kann man auch ganz gut unterbringen und dann war das dann auch schon wieder die Ausgabe vom Pay-Per-View. Baron Corbin nimmt hier gleich mal Cesaro ins Grapple, aber der Referee muss die beiden hier trennen. Kein Sheepshot von beiden Seiten. Whipping wieder von Corbin, der schickt da mal gleich Cesaro außerhalb des Rings. Und ihr werdet es vielleicht nicht ganz so glauben, Leute, aber wer die letzten Ausgaben verfolgt hat, wird mich verstehen, wenn ich sage, dass für mich Baron Corbin momentan der große Favorit ist in dem Match. Ich würde mir natürlich Cesaro als Champion wünschen. Ich glaube, das ist ja nicht nur, weil Cesaro jetzt mich vertritt, sondern weil Cesaro einfach ein klasse Wrestler ist, deutschsprachig ist. Aber ja, ich würde auch sagen, dass sich Baron Corbin in den letzten Ausgaben seit dem Tourney verdient hat. Da schickt Cesaro Corbin mit dem Körper voran in die Steel Steps. Die beiden müssen jetzt allerdings aufpassen, dass sie dann nicht ausgezählt werden. Da kommt der Ansatz zum, nein, das wäre so ein Belly-to-Belly-Slam dann. Und ich glaube, wir können das Match gleich mal neu starten. Ja. Das sollte natürlich nicht passieren, Leute. Wir starten das Match jetzt nochmal neu. Ein kleiner Super-GAU, aber kein Problem. Wir werden auf jeden Fall einen neuen Champion hier sehen, Leute. In so einem Match hat sich natürlich keiner von uns verdient. Cesaro hieft da jetzt Baron Corbin nach oben. Der kann aber ganz gut kontern. Und was für ein harter DDT gleich gegen Cesaro.
attackiert hier den Arm. Gibt es noch einen Footstump hinterher? Cesaro kontert hier mit dem Elbow und was für ein Overhead-Suplex von Antonio Cesaro. Corbin mit dem Clothesline zum Konter. Harter Clothesline hier. Da gibt es noch einen Tritt in den Rücken von Cesaro. Ein Kick jetzt gegen Baron Corbin. Noch ein harter Kick in den Rücken hinterher. Attackiert jetzt den Arm von Baron Corbin. Nochmal ein Tritt gegen den Arm, gegen die Hand. Eine Reihe von Footstumps, die uns Antonio Cesaro hier gegen Baron Corbin zeigt. Versucht ihn jetzt nach oben zu einer Aktion zu holen, aber Baron Corbin kontert mit dem Backbody Drop. Hier gibt es den Nerf Hold von Baron Corbin gegen Cesaro. Nochmal der Nerf Hold. Und schaut euch an, wie Baron Corbin da schön Kraft ausüben kann auf einen Cesaro. Da attackiert Baron Corbin nochmal den Kopf von Cesaro mit dem Knie. Den Kick kann jetzt allerdings Cesaro mal kontern. Jetzt vielleicht ein kleines Momentum. Da gibt es einen German Suplex. Schöne Aktion von Cesaro. Cesaro jetzt am Top Rope, deutet Baron Corbin, come on. Gleich setzt hier was. Da schlägt nochmal zu und dann gibt es den Flying Elbow vom Top Rope. Antonio Cesaro. Double Knee Stump hier. Schnappt sich jetzt Baron Corbin nochmal nach oben und da gibt es den Pop-Up European Uppercut. Ist das die Entscheidung und der neue Titel für... Drei Titelgewinn für Antonio Cesaro, aber Baron Corbin kickt hier nochmal aus. Und da gibt's den Signature von Baron Corbin 2, aber auch Antonio Cesaro kickt hier nochmal aus. Baron Corbin kann's nicht fassen. Aber der macht sich jetzt natürlich bereit für seinen End of Days und dann wird es, glaube ich, ganz, ganz finster für Cesaro. End of Days, das Cover, 1, 2, aber Cesaro kickt hier nochmal aus. Antonio Cesaro, was für ein Typ hier, was für ein Wrestler, unglaublich. Kickt hier den Finisher hier von Baron Corbin dann nochmal aus, nachdem es nach dem Signature von Corbin schon ziemlich knapp wurde. Eine harte Linke hier von Corbin. Aber da kann Cesaro mal kontern, holt Baron Corbin da auf die Matte. Whip in Cesaro, schickt Baron Corbin da ins Turnbuckle. Harte Aktion, da kracht Baron Corbin face first ins Turnbuckle und da kommt der Ansatz zum Neutralizer und der sitzt. Neutralizer geht durch das Cover jetzt. Come on, Cesaro, das dauert alles ziemlich lange. Ich glaube nicht, dass es das sein wird. 1, 2, nein, Baron Corbin kann bei 2 bereits wieder auskicken. Baron Corbin kommt wieder auf die Beine, harter Schlag in den Magen von Cesaro, Whip in. Whip in die andere Ringecke und da gibt es einen Clothesline rein in die Ringecke von Corbin, probiert es mit dem Cover, 1, 2, aber Cesaro kickt hier nochmal aus. Starkes Match hier von Baron Corbin wieder mal, muss man sagen. Auch Cesaro nicht schlecht, aber den haben wir schon besser gesehen, finde ich, bislang. Cesaro schnappt sich Baron Corbin da jetzt zu einem harten Elbow. Ansatz zum Scott Ranch Slam hier. Nein,
zu einer Reihe von Scud Ranch Slams, irgendwie so eine Mischung aus Scud Ranch Slam und Suplex. Und er macht die drei komplett hier, Antonio Cesaro. Macht jetzt nochmal bereit für einen Finisher. Kommt hier abermals der Neutralizer. Jawohl, Ansatz zum zweiten Neutralizer, Antonio Cesaro. Der geht ebenso durch. Come on jetzt, das Cover. Eins, zwei. Und das ist der Sieg. Wir haben einen neuen WWE World Heavyweight Champion bei SmackDown. Der neue WWE World Heavyweight Champion, Leute, Antonio Cesaro. Wie geil ist das? Endlich. He did it, he did it. Da sieht man ihn feiern mit seinem neuen Championship, Antonio Cesaro. Jo, Leute, auch wenn das United States Championship Match jetzt nicht so hochklassig war, wie wir, glaube ich, alle erwartet haben, da war Finn Bella ziemlich stark und hat Kevin Owens vernichtet eigentlich. War dieses Match schon ausgeglichen? Es hätte eigentlich in beiden Richtungen ausgehen können. Daher hoffe ich, dass es euch einigermaßen gefallen hat, diese Ausgabe des Pay-Per-Views. Würde mich freuen, wenn ihr wieder liked, kommentiert, auch meinen Kanal abonniert und das Video teilt. Jo, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Ausgabe, Leute. Euer Friedles Zer.